Willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. Tja, es gab mal wieder ein Update. Wir befinden uns inzwischen auf der Version 1.5. Also wie ihr auch. Ich hoffe mal, der Ton vom... Nein, stopp! Hallo, stopp! Ich hoffe, der Ton vom MB-Truck regelt heute nicht so sehr meine Stimme wieder runter, wie es in den letzten Folgen war. Es war ein bisschen ärgerlich, auch letzte Woche mit dem nicht vorhandenen Ton, dass ich die Folgen nachvertonen musste. Das war alles ein bisschen blöde. Konnte ich aber leider nicht anders regeln, weil ich einfach viel zu spät in der Aufnahmesession gemerkt habe, dass es da ein Tonproblem gibt. Aber jetzt starten wir mal wieder neu und... Ach. Mist, ey. Das Ding ist platt gefahren. So, wir haben einiges Neues hier, zum Beispiel die Grastextur. Wie ihr seht, die ist neu. Wir haben auf der 1.5 neue GC-Produktionen mit dabei. Beziehungsweise werde ich gleich mal telefonieren müssen, weil ich brauche auch für die Leerpaletten brauche ich auch Nägel und die müssen bei den Blaubeeren produziert werden. Das wird natürlich auch meinen Palettenpreis ein bisschen anheben, weil je nachdem, was die verlangen für die Leerpaletten, für die Nägel, kostet es mich ja auch ein bisschen mehr, die herzustellen. Und da muss ich dann mal gucken. Also warte mal. Doch, ich habe beide, glaube ich. Habe ich beide gedüngt? Oder nur das eine. Ich glaube, ich habe beide schon gedüngt. Dann ist gut. So, an den Höfen hat sich natürlich auch einiges getan. Wir haben jetzt hier Displays an den Silos. Hier zum Beispiel, was alles reingeht. Das ist eine ganze Menge. Dann haben wir an den Hauptsilos haben wir große Displays, was reingeht. Wir haben überall diese schönen Leuchtsträhle an den Dingern hier, an den Lagern. Ich habe auch was Schönes Neues hier bei den Hühnern eigentlich. Muss ich gerade mal hier auf die Seite packen, dass da Platz ist. Weil hier stehen eigentlich inzwischen große Paletten. Balla, weg damit. So, dann sollten da Platz sein. Unsere Hühner brauchen inzwischen auch Stroh, das kommt da hinten rein. Wasser und ja, Futter, ganz normal. Also das heißt, wir müssen da auch ein bisschen mehr leisten. Dann machen wir die hier noch weg. Na? Ups. Na, komm her. So. Gut. Stelle ich gerade mal den Düngestreuer auf die Seite. Weil hier wahrscheinlich gar kein Platz ist, ne? Ah, Mist, ey. So, bum, 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 bum. Auf da, rein da, Feierabend.
Volker, na, hallo. Jo, Volker, Diesel hier. Hi. Hi. Ich wollte das Getreide bei dir abholen kommen. Für die Schweine. Welches Getreide? Das hatten wir ja ausgemacht. Das war, weil ich nicht mehr so viel im Lager habe für meine Weizen und Sojabohnen. Ja, ich muss mal gucken, weil. Ich habe sowieso gerade eben von was bei mir entdeckt. Also ich habe jetzt eine goldene Statue auf dem Hof Ja, bist und du ein komplett aufgestiegen? neues. Nein, ich habe eine goldene Schweinestatue und ein Display vorne am Silo dranne. Ja. Das habe ich auch. Ja, Sojabohnen ist kein Problem. Ja. Weizen. Kannst du ja auch so 10.000 holen. Alles klar. Aber dann bin ich gerade fast am Überlegen, ob wir vielleicht Weizen anpflanzen sollten. Auf zumindest Mal. ein Feld. Ja. Ich habe auch nur noch 13.000. Muss jetzt bei den Hühnchen noch ein bisschen was einwerfen. Ja. Laut dem Tablet hast du aber irgendwas auf deinem 109er Feld, oder? Nee, nee. Ne? Oh. Stimmt, da war ja Ist was. abgeerntet. Stimmt, ja, bei mir haben sich die Zwiebeln regeneriert. Ja. Okay. Ja gut, dann komm vorbei. Ich mach ein Ja, ich bisschen bin ja sowieso Weizen. jetzt sofort da. Ja, ich mach ein bisschen Weizen bei mir rein und dann den Rest kannst du abholen. Ja, ich muss sowieso danach meinen Johnny in den Service bringen. Ja. Mein Bordcomputer sagt schon 41,3. Ach ja, muss ich auch mal gucken. Ja, Also. ich hab schon Jürgen informiert. Der weiß Bescheid. Gut. Gut, bis Bis gleich. gleich. Schon da. So, dann machen wir nämlich. Ja, was ist denn jetzt los? Hallöle! Servus. Da Kann bist ich. du wieder fleißig Eier am Verladen. Ja, weil ich habe inzwischen Gitterkartons. Oh. Gitterpaletten. Ja. Gitterboxen, so rum heißt es, glaube ich. Oh. Ich hoffe mal, dass es funktioniert, dass ich die da reinsortiert bekomme. Ja. Muss ich mal gucken. Kannst du den Weizen bei dir reinmachen und dann hier mal bei den Hühnchen in beiden Stellen auffüllen? Ja. Was halt reingeht, ist. So viel dürfte es nicht sein. Ja. So, und dann muss ich gleich die Blaubeeren mal anrufen, ob die jetzt endlich die Eier haben wollen. Naja. Strom muss ich dann auch noch einfüllen. Aber das kriegt man alles hin. Wo ist die Palette jetzt hin? Das ist die. Ach da. Karton weggeschmissen, ey. Hochlebe die Luftpolsterfolie. Auf jeden Fall, ey. Aber mit den Gitterboxen wird das jetzt besser. Ja, ich merke schon richtig, dass er Johnny zu kämpfen hat, dadurch, dass er jetzt einen Service braucht. Weil wenn ich Gas gebe, zittert er gewaltig. Ja. Ist halt manchmal so, wenn er alt wird.
Und ich muss natürlich die Blaubeeren auch anrufen wegen den Nägeln. Ja. Für die Leerpaletten. Ich glaube, das braucht auch noch eine Weile, bis die welche haben. Naja, ich gehe mal telefonieren. Jo, dann habe ich ja gar kein. Ding. Hallo? Hallo. Volker hier, hi. Und? Wie schaut's denn aus? Der Björn hat ja letzte Woche mal angerufen oder vorletzte Woche wegen Eiern. Ja, Moment, ich leite dich kurz an Björn weiter. Jupp. Jo, der Björn hier. Servus. Du, ich Hi, wollte mal Volker. nachfragen, wie es denn jetzt aussieht mit Eiern. Ob du jetzt welche brauchst? Ja, momentan, wo stehen wir denn preislich? Um den Preis geht's. Immer um den Preis. Hey. Du weißt doch, Geld regiert die Welt. Ich glaube, letzte Woche hatte ich sie, oder das letzte Mal hatte ich dir für 2000 angeboten, gell? Ich glaube, irgendwie 3000 hattest du gesagt, weil mal 3, du sagtest. Ach so, ja, stimmt. Ja, wie dringend brauchst du denn? Brauchst du unbedingt welche? Aber ich brauche jetzt noch nicht unbedingt dringend welche. Warte, ich muss gerade nochmal zählen. 3, 4, 5, 6. Oder? Das ist alles so unsortiert auf dem Anhänger. Das wird mit den Ja. Gitterboxen, wird das, glaube ich, besser demnächst. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 25, 27. 37, 41. Also wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, ich habe 40 oder 41 kleine Kartons. 40 kleine Kartons. Macht 50. 6000, oder nicht? Ja, der ist ja von 2,5. Ja. Ja. Ja, okay. Jo, wo brauchst du die denn? Ich bräuchte die oben bei der Bärbel in der Backstube. Aber ich kann mir die auch bei dir abholen, kein Thema. Ich hole mir die ab. Ja, ich habe Kannst einen du bei dir. Anhänger stehen. Ja, oder ich leih mir den Hänger von dir aus und bringe den sofort wieder zurück. Jo. Dann stelle ich dir den. Ja, der steht neben Heuschober. Ja, alles klar. Ich sag dir Bescheid, wenn ich den geholt habe oder der zurückgebracht habe. Nö, brauchst nicht. Wenn er wieder da ist, passt. Alles klar. Gut, danke dir. Okay, danke auch. Ciao. Tschö. Ach, gut. Sind wir die ersten Eier mal los? Dann muss ich gleich nochmal telefonieren. Klingelingeling, klingelingeling. Guten Tag. Hallo, Herr Grüger. Ich bräuchte Wasser. Sie bräuchten Wasser? Jo. Bräuchten Sie denn das Wasser hin? Zu mir einen Ruf für meine Hühner. Okay, kann ich Ihnen liefern? Ich weiß allerdings noch nicht genau, wie viel da reingeht. Müsste man auf Kommission machen. Kein Problem. Supi. Gut, dann erwarte ich Ihren Transport. Ja. Wissen Sie vielleicht, was mit den Traktoren geschehen ist von meinem Vorbesitzer? Vom Herrn Müller-Lukas war das, gell? Genau. Bei mir hat er so ein Schrottding hier auf den Hof gestellt. Und eine Sämaschine, ein MB-Truck und eine Sämaschine hat er an mir geschenkt, bevor er Okay. abgedampft ist. Okay, dann weiß ich Bescheid, wo die hin sind. Warum brauchen Sie wieder was? Ja, ich habe es gerade im Katalog nachgeschaut, was ich mir besorgen könnte. Also ganz ehrlich, den MB-Truck könnten Sie auch wieder haben, den würde ich Ihnen wieder zurückschenken. Das wäre nett. Wenigstens etwas. Hätten Sie eventuell die Möglichkeit, mich abzuholen bei mir am Betrieb? Ja, kann ich machen. Weil, so wie ich es gesehen habe, laut GPS steht
LKW mit dem Tankfass irgendwie hin beim Lidli. Wo? In der Nähe vom Feld 96. Ah, okay. Ja, kann ich machen. Dann Gut, Dankeschön. dauert ein bisschen, ich komme vorbei. Kein Problem, Dankeschön. Bitte, tschüss. Gut, dann schmeiße ich da kurz ein bisschen Stroh rein bei den Hühnern. Und dann fahren wir den Herrn Krüger abholen. Damit wir auch schnell an unser Wasser kommen. Hallo? Die Einfahrt ist nicht so toll. So, liebe Leute, das war es dann aber auch von der heutigen Folge Real Farming LS19 meets Reality. Wie ihr seht, gibt es einiges Neues. Muss man bei den anderen Hühnern noch einfüllen. Und dann ist das schon mal gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über ein Like, Abo und einen Kommentar freuen. Hallo? Ach nee, klemmt jetzt das Tor? Nee, doch nicht. Und schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge. Haut rein, macht's gut. Tschüss.